So. Also ich heiße euch willkommen. Mein heutiger Vortrag ist Sicherheitsschlösser, extra in Anführungszeichen, in modernen Campingfahrzeugen und die durchaus dort vorhandenen Generalschlüssel. Das ist natürlich nicht schön, dass man Fahrzeuge baut, wo man einen Schlüssel baut, dass man da einfach aufschließen kann. Ne? Gefunden habe ich das eigentlich durch Zufall in einem Katalog. Der Hersteller hat das frei in seinen Katalog reingeschrieben, den man ja nicht herunterladen kann, weil man da einen Account braucht, aber die Google-Suche findet ihn. Er ist immer noch online. Anfangen tue ich mal kurz. Ich sehe die Systeme, die momentan so im Einsatz sind, also hauptsächlich in Europa, in den USA ist es aber ähnlich. Ich mache eine kurze gehe zu jedem System ein, was ich durch die Analyse herausgefunden habe. Ich habe auch von jedem Muster dabei, da hängt in der Regel der Einzelschlüssel dran. Dann gibt es so einen Change-Key, mit dem man diesen Zylinder herausnehmen kann. Das ist, man hat sich halt ein Convenience-System ausgedacht, dass man die Schlösser einfach tauschen kann. Man muss diesen Schlüssel in eine bestimmte Position ziehen. Dann gibt es hier so ein Schlüsselchen. Ich gebe es gleich rum, das kann man dann selber ausprobieren. Das ist die falsche Richtung. Und dann kann man diesen Zylinder einfach mit so einem speziellen Schlüssel, den man dann auch für teuer Geld verkauft, doch falsch rum. Vorführeffekt. Also nochmal, genau. Dann kann man den so herausnehmen. Also das ist eigentlich das System, was die heute alle haben. Kabel fällt wieder runter. Was die heute alle haben, dass man halt diese Schlösser einfach sehr einfach wechseln kann. Wenn man zum Beispiel einen Schlüssel verloren hat, dann kauft man sich nur einen Satz Schlösser, kann die innerhalb der Wohnwagenhändler hat dann diesen Schlüssel, den kann man auch kaufen, dann kann man diese Schlösser quasi einfach auswechseln. Eigentlich von der Grundidee eigentlich gar nicht schlecht. Als Hersteller gibt es halt einmal GHE, das ist ein sehr altes System, das gibt es schon seit den 50er, 60er Jahren, ist bei älteren Wohnwagen durchaus noch gängig. Dann gibt es Loaf & Fletcher, das ist ein englischer Hersteller, der in vielen so Nachrüstschlössern drin ist. Weiter ist West Alley, das ist auch ein englischer Hersteller. STS Zadi ist ein italienischer Hersteller. Und die Firma Favo, das ist so ein Ausrüster für Fahrzeugtechnik. Also die verkaufen einem relativ viel diese ganzen Plastikschlösser hier oder solche Hebelschlösser, die man in Gaskasten oder EWS einbaut, diese Klappenschlösser, die kommen von Zulieferern. Die werden halt, in der Regel ist das relativ einfaches Zeug, die werden von Zulieferern hergestellt und werden dann von den Wohnwagenherstellern eingebaut. Die bauen das nicht selber. Das älteste System hier, ich habe auch so ein Bild gefunden, das ist so ein Knaus-Schwalbennest aus den 50er Jahren. Den Schlüssel kennt eigentlich jeder ITler, weil die Nummer GX130 ist der 333, den jeder ITler am Schlüsselbund hat. Das ist dieser Standard-Rittal-Schlüssel, der von fast jedes Server-Rack passt. Der kommt eigentlich wirklich aus den 50er Jahren, ist ein ganz einfaches System. Generell die Fix-Sicherheit von diesen Schlössern ist relativ gering. Also hier geht es auch wirklich nur um diese Systeme mal vorzustellen und euch zu zeigen, was das gibt halt diese. Das ist halt ein relativ einfaches Schloss, er enthält aber keinen Generalschlüssel. Allerdings würde ich mir halt auch überlegen, ob ich das wirklich als Sicherheit in meinem Wohnwagen gibt. Nochmal, es geht hier nicht, dass mein Wohnwagen ist kein Sicherheitstresor. Hier geht es wirklich, dass man mit einem Schlüssel zum Wohnwagen, der irgendwo steht, geht, ihn aufschließt, hineingeht, irgendwas herausnimmt und die Nacht wieder zuschließt. Also die absolut spurenfreie, selbst im Forensik nicht nachweisbare Öffnung von diesen Fahrzeugen. So, dann hier ist so ein typisches Schloss, was man auch als Zubehör kaufen kann bei eBay etc. Auch hier gibt es dann auch so Auswechselzylinder. Und das hier oben, was man da sieht, das ist dieser ganz einfache Schlüssel, das Originalbild des Generalschlüssels. Ich gebe die nachher auch mal rum. Da gibt es einen ganzen Bund von. Das ist der Generalschlüssel. Also ich meine, da muss ich nur ein Stück Draht reinhalten. Ne? Dann ist das auf. Ne? Also ist relativ simpel, auch so die, hier sieht man mal so aus, das ist ein Programm, wo es man schließt, man gibt da den Schließcode ein. Also wir haben gerade mal drei verschiedene Höhen mit, das ist ein 3 hoch 5 Schließmöglichkeiten, ist jetzt auch nicht wirklich gut und der Hersteller liefert selber nur 400 verschiedene Schlüssel aus. Naja, wenn ich den Generalschlüssel habe, ist halt noch einfacher. So, wie funktioniert das eigentlich? Ne, normalerweise, das sind diese Plättchenzylinder oder Scheibenzylinder, die in jedem Briefkasten drin sind. Da drin sind halt solche Scheiben. Und wie mache ich das überhaupt im Generalschlüssel? Also, das ist hier relativ simpel. Ich habe einen Wendeschlüssel, der geht hier durch. Und es geht in beide Richtungen. Hier, wo dieses Grün markiert ist, das ist diese Zuhaltungsscheibe, die in dem Schloss drin ist. Ich gebe gleich die Muster nochmal rum. Da läuft quasi, auf dieser Ebene läuft der Einzelschlüssel. Und der Generalschlüssel ist einfach so geformt, der geht nur in eine Richtung rein. Und hier auf diesem roten Teil, dort schließt also die zweite Schließebene, dort schließt der Generalschlüssel. Ja, also hier steht es auch nochmal, Master Key hat keinen Wendeschlüssel, den kann ich halt nur in eine Richtung reinstecken. Aber so wird das im Prinzip gemacht, dass ich halt mit verschiedenen Schlüsseln machen kann.
ne, erste System, was so in den 90er Jahren aufkam, wo man das mit diesen Wendeschlüsseln halt gemacht hat. Ich gebe dann auch gleich mal ein Muster rum. Die sehen so aus. Dann gibt es halt hier diese Kunststoffschlüssel. Dann war halt der Trick, nicht wie früher, ich habe halt für meine Tür einen eigenen Schlüssel, ich habe für meinen Gaskasten einen Schlüssel, meine Stauklappe einen eigenen Schlüssel, sondern ich habe einen Schließzylinder, den ich halt in verschiedenste Schlösser hier, dieses Plastikschloss, das ist so ein Klappenschloss oder für einen Gaskasten hier hinten, da kann ich halt diesen Zylinder einsetzen. Ja, genauso hier gibt es dann einen Einzelschlüssel, dann gibt es halt hier diesen Change Key, den kann man sich auch einfach selber machen, der hat im hinteren Bereich ist eine weitere Zuhaltung, die das quasi festhält, sieht man hier auch im Detailbild. Hier habe ich meine fünf verschiedenen Zuhaltungen sozusagen, die auf einer Seite sitzen. Und hier die hintere Scheibe sozusagen, die hält diesen Zylinder eigentlich im Schloss fest. Und was dieser Change Key macht, der ist hier hinten einfach ein bisschen länger. Und der betätigt diese letzte Zuhaltung. Der muss auch nicht den Schließcode haben zum Öffnen, sondern der hat hier einfach nur Zacken drin, dass der nicht so leicht rausrutscht, sondern ein bisschen Halt hat. Und hier ist der selbstgemachte Generalschlüssel, der auf der zweiten Ebene macht. Das war jetzt, hier gab es kein Pass und Rolling, ist einfach ein Schlüssel von einem Tank. Ich fange mal hier an. Das ist jetzt von diesem System so ein Wechselzylinder. Kann man sich mal angucken, dass man so ein Gefühl hat, wie sowas aussieht. Des Weiteren gibt es das in einer High Sophisticated Version. Was hat man hier noch geändert? Man hat halt hinten noch eine weitere Scheibe eingebaut, die sozusagen auf die andere Seite geht, um halt irgendwie so ein bisschen zu sagen, naja, ich tue die Manipulationssicherheit erhöhen, ich muss halt einmal noch auf der anderen Seite sozusagen mit einem Pick-Werkzeug draufdrücken und das hat halt eine Scheibe mehr. Also zu diesen Wechselcodes ist eigentlich auch zu sagen, was ich eigentlich machen muss, ich brauche einfach so einen ganz einfachen Pick, den hat jeder, der mal so ein Pickset in der Hand hat, ist der dabei, das ist ein Haken. Wenn ich mit dem Haken reingehe und sozusagen diese letzte Betätigungsscheibe betätige, kann ich den Kern herausziehen, dahinter ist ein Schlitz, wo ich mit dem Schraubenzieher hineingehen kann und einfach die Tür aufschließen kann. Und bei diesen alten Systemen konnte man diesen Zylinder halt auch entfernen, wenn die Tür zu ist. Das heißt, wenn das Schloss in der Zu-Position ist, kann ich einfach mit so einem Haken rein, ich brauche nicht mal diesen Change-Key, gehe rein, betätige diese letzte Zuhaltung und kann diesen ganzen Kern herausziehen. Und hinten hat er so einen Schraubenzieher quasi dran. Wenn das draußen ist, nehme ich einen Schlitzschraubenzieher, drehe rein und die Tür ist auf. Danach drücke ich dieses Schloss einfach wieder hinein und das Schloss, die Tür ist wieder zu. Das ist auch relativ schwungsfrei, mit dem Pick mache ich so leichte Kratzspuren. Habe ich einen entsprechenden Change Key für dieses Schloss, dann kann ich dieses Schloss auch einfach mit diesem Change Key öffnen und dann gibt es überhaupt keine Spuren, weil normales Picken ja lässt schon so ein bisschen Kratzspuren im Schloss. Ich gebe den zweiten rum, der ist relativ ähnlich, dass man nur mal sieht, wie das aussieht. Ja, also das Nette ist ja dann, die Firma Favo hat ja diesen berühmten Katalog und wenn man in diesen Katalog hineinschaut, ist auch netterweise, es gibt einen Hauptschlüssel. Und natürlich auch das Bild des originalen Schlüssels ist abgebildet. Das heißt, ist das ja nett, ne? Also das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Also man kann, gerade bei diesen einfachen Systemen, das auch jederzeit von einem Schloss, ich brauche ein Schloss mit einem normalen Schlüssel, kann ich mir diesen Hauptschlüssel machen. Also jede Ahnung von Schlüsseln hat, lässt sich machen. Aber es ist auch das Bild drin, ne? Und dieser Katalog ist halt, ja, wenn man sich auf die Favo-Seite geht, ich möchte einen Katalog haben, müssen Sie Account anlegen, sucht man einfach nach Google, nach Favo, Schließsystemen und Masterkey, fällt einem dieser Katalog in die Hände, wo diese ganzen Zubehörteile drin sind, von allen Schließsystemen, die Sie haben. Und es sind immer die Bilder, das ist dieser Demontageschlüssel und halt vom Hauptschlüssel sozusagen, da ist ja gleich ein Bild drauf, das ist ja relativ einfach. Das gibt es auch von der englischen Firma sozusagen, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Das ist auch so ein System, stelle ich noch besser vor, mit einem Bahnschlüssel, also so eine Art, wie die Autoschlüssel heute aussehen, aber auch nur ganz simpel, es hat, sieht man ein bisschen schlecht, auch nur so fünf Zuhaltungen. Ich habe die irgendwie übersteigert vor letzter Woche noch und habe den Schlüssel halt schnell mit der Hand gefeilt. Also es ist auch relativ simpel. Also gerade bei diesen älteren Systemen, die hier auch draußen, wenn man die Wohnwagen hier im Hof sieht, da sind teilweise noch diese Schlösser drin. Das ist wirklich ein absolutes Anfängerschloss, also generell relativ einfach. Ne? Also dann gibt es halt auch Firmen, die sagen, ja, ich kann diese Schlüsselsets auch einfach kaufen. Das ist die Firma West Olle, die viel in England und Amerika macht. Das habe ich jetzt bei einer Homepage eines Caravan-Zubehörhändlers in Amerika gefunden. Kostet $69. Da steht dann groß drin, ja, ich verkaufe das nur an Händler und an Locksmith. Man wählt einfach beim Bestellen auf, ja, ich bin ein Locksmith oder ja, ich bin ein Campingwagenhändler. Dann kann man sich das einfach bestellen. Ne, die haben relativ viele Masterkeys, also die haben sozusagen immer so alle 100 Schließungen hatten einen eigenen Schlüssel sozusagen. Man sieht hier auch, das sind drei verschiedene Systeme im Prinzip, aber mit diesem Schlüsselbund kriegt man so ziemlich, so ich sag mal, bis 2000,
2005, 2010 die meisten amerikanischen Wohnwagen einfach aufschließen oder die in England gebaut sind, weil die Schlüssel kann ich einfach frei kaufen. Ich muss mir nicht mal die Arbeit machen dafür. Dann hat man das System so ein bisschen abgedatet, dann hat die Firma Favo dann das System FF2 herausgenommen, wenn diese ersten Systeme, die ich kurz vorher vorgestellt habe, eigentlich vom Prinzip alles das Gleiche sind, hat man hier quasi jetzt vom Prinzip das Gleiche, der Zylinder ist jetzt, hat jetzt 8 Scheiben, die gegenläufig sind, das heißt, ich muss 4 Scheiben auf der einen Seite picken und 4 Seiten auf der anderen Seite. Ja? Was man natürlich auch netterweise gemacht hat, der Hauptschlüssel, komme ich gleich zu, ist auf einer Seite immer gleich. Das heißt, von diesen 8 Scheiben sind 4 Scheiben bei jedem Schloss gleich. Das heißt, meine Variationsmöglichkeiten, die vorher bei 65.000 lagen, sind jetzt nur noch 256. Einfach nur, weil ich sage, nur durch das ich einen Master Key eingebaut habe, habe ich das so inweit vereinfacht. Kommen wir jetzt zum, genau, hier ist nochmal das Bild von diesen, denn hier ist auch wieder dieser, man sieht hier nochmal diesen Core, ich habe den auch hier, den gebe ich rum. Da ist hinten wieder dieses Teil mit dem Schraubenzieher. Das zum Beispiel ist dieser Change Key, der auch einfach nur gerade ist und vorne einfach ein Stück länger ist, um sozusagen diese letzte Zuhaltung, die hier hinten aus dem Schloss herauskommt, damit zu betätigen. Auch hier wieder ein einfacher Haken reicht. Und so sieht halt der Master Key aus. Der ist auch, wie hier sieht man jetzt, nicht mehr symmetrisch. Aber im Prinzip sind hier die Zuhaltungen immer abwechselnd. Aber wenn man das genau vergleichen würde, sieht man, dass 4 Zuhaltungen komplett identisch mit dem Einzelschlüssel sind. Das ist jetzt ein Schlüssel von einem Fahrrad, der halt gerade gepasst hat. Also im Endeffekt ist es nicht viel mehr als ein Stück Blech. Wie man mittlerweile kann man Schlüsselprofile auch einfach fräsen. Da wird es demnächst von uns auch nochmal eine schöne Ergänzung geben. Ich schätze mal, zum Kongress sind wir komplett fertig. Wir werden das zeigen. Und da ist es halt auch so, dieser Master-Schlüssel passt halt nur in eine, schließt halt nur in eine Richtung. Wenn man ihn falsch rum reinsteckt, geht er zwar rein, aber er schließt nicht. Ja, und gebe ich auch mal rum. Das war dann so diese nächste Inkarnation. Relativ einfach, auch diese Schlüssel sind relativ einfach immer noch zu duplizieren. Auch hier der Hersteller wieder netterweise. Na, so sieht der Change Key aus, so sieht ein Master-Schlüssel aus, auch dort wieder einfach abgebildet. Na, dann hat sich die Industrie was ausgedacht, ja, wir müssen was Neues machen. Wir nennen das Hochsicherheitszylinder-Caravan. Das ist dann das ganz neue System, im Prinzip so wie das Vorgänger. Man hat sich auch überlegt, naja, ist halt dumm, wenn man diesen Zylinder halt in jeder Position entnehmen kann. Auch dieses Problem hat man erkannt. Dann hat die Schlösser so gestaltet, dass ich diesen Zylinder sozusagen nur in einer ganz bestimmten Position abschließen. Wenn ich das Schloss in der Neutralstellung habe, also das kann ich sogar mit der Hand so reindrehen, dann ist das, kann ich das Schloss mit diesem Change Key nicht mehr entfernen. Und das war schon mal ein bisschen Update, zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt nicht einfach einen Change Key oder einfach so einen Haken nehmen, den Zylinder entfernen und aufschließen. Das war so die erste, sage ich mal, Sicherheit. Auch hier wieder macht man den gleichen Fehler. Man hat gesagt, man macht bei diesem Master Key System wieder 2 Scheiben bei allen Schlössern gleich. Ich habe hier auch eine harte Reduktion der Schließmöglichkeiten. Hergestellt werden diese Schlösser von der Firma Eurolox. Das ist eigentlich einer der größten Hersteller in Europa, die fast diese ganzen Standard-Briefkastenschlösser, Wohnwagenschlösser, teilweise auch Autozylinder herstellt, die jetzt auch nicht wirklich viel besser sind. Das ist steckkompatibel mit dem Vorgänger, aber auch hier im Endeffekt wird vom Hersteller werden auch nur 500 verschiedene Kombinationen gefertigt, was eigentlich sehr viel, viel zu wenig ist. So. Hier sieht man diesen Change Key. Man sieht hier, das ist jetzt so ein Bahnenschlüssel im Prinzip. Man hat jetzt im Prinzip nicht mehr die Zacken außen, sondern die laufen in der Mitte. Hat dann hier so Aussparen, wo dieser Schlüssel eigentlich schließt. Aber im Endeffekt ist das nichts anderes. Die Schlösser sind etwas schwierig zu picken. Ich habe so eine seitliche Nase, komme ich gleich zu, die ich mit dem Pick erfassen müsste. Ist schon wesentlich schwieriger für einen Unbedarften, das zu manipulieren. Aber trotzdem, wenn es einen Master Key gibt, macht es ja nicht wirklich Sinn. Hier unten sieht man auch nochmal schön diese Nase hinten, die aussieht wie ein Schraubenzieher. Und in dem Schloss ist einfach wirklich nur ein Ding. Das ist einfach der Change Key dupliziert. So für so einen Schlüssel, der kostet irgendwie um die 40 Euro. Verlangt man für so einen Schlüssel, das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist einfach nur ein speziell gefräster Schlüssel. So, hier sieht man mal diesen Master Key, den ich gemacht habe. Erste und letzte Position, wie gesagt, ist etwas gleich. Was sie neu gemacht haben, der Schlüssel ist breiter. Ich habe jetzt hier, sieht man hier, das sind diese 2 Positionen eigentlich, die wirklich nur noch über diese Nasen angetrieben werden. Und zwar sind das sozusagen die oberste und die unterste Zuhaltung. Und die restlichen Zuhaltungen werden über einen breiteren Schlüssel auf der Außenseite. Das heißt, der Master Key ist wieder sozusagen der klassische Zackenschlüssel, indem ich die mittleren 6 Zuhaltungen quasi auf der Außenseite des Schlüssels habe. Ich habe hier einfach einen VW-Rohling genommen, der ist nämlich breiter, wenn man ihn ein bisschen wegfräst.
Also für diese Arbeiten braucht man so eine günstige Baumuldenfräse. Die gibt es mittlerweile für knapp 95 € in eBay. Kann man so eine chinesische Fräse kaufen. Das habe ich alles mit der Hand gemacht. Das ist jetzt nicht wirklich eine schwierige Geschichte, dass man da Spezialwerkzeug braucht. Nee, man kann auch diese Zylinder nachkaufen, wenn ich zum Beispiel einen Schlüssel verloren habe. Das ist ja ganz praktisch, das ist ein Wechselcodesystem. Naja, die meisten Händler haben dann die Schließungsnummer 491 bis 500 im Programm. Dann kann ich mir halt entsprechend, ich spiele jetzt 5 Schlüssel-Cores von der Nummer 500 haben und kaufe halt noch 3 Schlüssel dafür. Die Firma Berger Camping ist ein sehr großer Campinghändler in Deutschland, der überall Geschäfte hat. Der macht das ganz einfach. Ich kann diese Schlüssel kaufen, ich kann diese Dinger einzeln kaufen und alle haben die Schließungsnummer 492. Das heißt, jeder, der bei Berger sich neue Schlösser gekauft hat, hat die gleiche Schließung. Naja, also generell, ich habe einen Wohnwagen, ich habe das wirklich für den Gaskasten und für so eine Anschlussklappe habe ich auch so von einem anderen Hersteller hin. Naja, da habe ich auch irgendwie gekauft, 3 oder 4 verschiedene von diesen Dingern und ich denke mal, die meisten größeren Händler haben da irgendwie 2, 3 Sorten, greifen dann die Kiste, der will jetzt 5 von diesen Schlössern haben und 3 Schlüssel und greift dann die zweite Kiste. Also eine wirkliche Variation wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Aber das von der Firma Berger ist halt schon so, wo ich sage, naja, Leute, also wie kann ich denn von diesen Schlössern immer nur die gleiche Schließungsnummer verkaufen? Naja, dann ist das sozusagen wie der Schaltschrankschlüssel 333, der auch in jedem dritten Rechenzentrum wirklich an jeder Tür ist. Macht nicht wirklich Sinn. Ich gebe dieses Schloss mal rum, ein bisschen vorsichtig behandeln, dann ist das der Masterkey. Der geht manchmal in einer Richtung nicht rein. Dann hängt dieser Change Key dran, dann muss man das so ein bisschen an die Seite drehen, einfach mal zum Anschauen, so wie das aussieht und der Einzelschlüssel hängt dran. Und man sieht auch, dass dieser Master Key jetzt nicht wirklich kompliziert aussieht oder dass das irgendwie was ganz Komplexes wäre. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf das Interne rein. Hier sieht man 2 von diesen Plättchenzuhaltungen. Hier in der Mitte ist diese Nase auf beiden Seiten und diese kleine Kerbe hier, die man hier sieht, da sitzt die Außenseite des Hauptschlüssels drauf. Und diese Nase greift sozusagen in diesen Bahnenschlüssel ein. Hier unten sieht man es auch nochmal. Das sind diese etwas verlängerten, das Bild ist leider nicht so gut geworden, Teile, wo der am Hauptschlüssel ist. Und diese Nasen, die man hier sieht, da ist die Hauptschlüsseloption, da ist die normale Nase. Das heißt, die haben das ein bisschen trickreicher verkapselt, um zu sagen, dass das nicht gleich zu sehen ist. Aber im Endeffekt auch hier. Da sieht man nochmal so, auch hier gibt es 4 verschiedene Höhen. Wir haben genau die Schließposition. Dieses Programm heißt Instacode. Das kann man für, ich glaube, ab 3 € im Monat mieten, wenn man nicht die dezentrale Sicherheitskopie findet. Und im Endeffekt kann man dort auch alle mechanischen Parameter so von so einem Schließsystem, also von den meisten Schlössern, gerade von so einfachen, kann man diese mechanischen Parameter wirklich, die sind da eins zu eins drin. Man kann da auch entsprechend computergesteuerte Schlüsselfräsmaschinen ansteuern, die gibt es ab $3.000 mittlerweile von den Chinesen. Dann kann ich den Schlüssel einfach einspannen, der fräst mir das nach Code. Ich kann auch eigene definieren, aber ich kann. Alle mechanischen Parameter von so einem Schloss sind frei zugänglich. Das ist auch nicht eine Software, die irgendwie restriktiert ist. Da gibt es sogar mittlerweile, ich glaube, als Telefon-App oder sowas, wo man das auch runterladen kann. Da kann ich gleich vor Ort gucken, was muss ich machen. Das ist frei zugänglich. Da wird keinerlei Restriktionen genommen, aber wenn ich das irgendwie mieten will. Ich sage da einfach, ich will diese Software jetzt mieten oder ich will sie kaufen. Und dann habe ich da eine Lizenz und kann alle diese Schlüssel nachgucken. Also ein Schlüssel ist ein Code. Also das heißt, den sollte ich halt auch einfach nicht offen herumliegen lassen. Wenn ich einen Schlüssel offen herumliegen lasse, kann jeder, der von einem Foto sozusagen die mechanische Kodierung ablegen. Man sollte ihn halt nicht herumliegen lassen. Auch hier hat der Hersteller, naja, ich habe das halt auch gefunden, okay, so sieht der Hauptschlüssel aus. Der ist auch noch ein bisschen, hat ein paar Zacken mehr, was man eigentlich nicht braucht. Und hier unten sieht man halt auch so schön die Firma Fendt, die Firma Hümer, die Firma Hobby, die Firma Bailey, die Firma Cabby. Da steht kein Name drauf. Also da machen sie auch noch Werbung, wo das überall verbaut ist. Ich war jetzt auf dem Caravansalon, habe auch mal rumgeschaut und habe auch versucht, mit dieser Firma ins Gespräch zu kommen. Also ihr Bereich ist natürlich nur für Fachhändler. Da darf man gar nicht hineingehen und haben sich auch extrem arrogant verhalten. Fand ich nicht in Ordnung, weil es ist eigentlich ein Sicherheitsproblem, was man eigentlich nicht macht. Der Grund für diesen ganzen Hauptschlüsselspaß ist eigentlich, ja, die Händler oder wenn wir die Fahrzeuge ausliefern, die wollen ja mit einem Schlüssel alle Fahrzeuge öffnen können. Also das ist auch so, warum? Es ist ein Wechselschlosssystem. Ich liefere halt normalerweise diese Wohnwagen mit Schließung 100 aus und der Wohnwagenhersteller vor Ort kann diese Schließung dann einfach in einer Minute austauschen gegen die, dann im Wagen liegt und dann wäre das Problem weg. Oder der Händler könnte seine Wohnwagen einfach mit einer Schließung, die er hat, die Haupttür einfach tauschen, da liegt der Originalschlüssel drin. Ich brauche keinen Hauptschlüssel dort. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn und nur aus Bequemlichkeitsgründen. Ein weiterer Hersteller ist, das ist Firma STS oder Zadi. Vertrieben wird das von der Firma Oberholz in Deutschland. Mit dieser Firma habe ich mich auch unterhalten. Sehr, sehr zuvorkommend und man konnte reden. Und sie haben keinen Master Key drin.
Und tatsächlich, als ich darauf angesprochen habe, da war sogar die Chefin selber vor Ort da und hat gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir haben die Anfragen bekommen und wir sagen einfach, wir bauen sowas nicht ein, was eigentlich auch die vernünftigste Lösung ist. Ne, auch hier sieht man wieder, das gibt es auch in verschiedenen Dingen. Das ist original von der Messe, das Bild. Das ist im Prinzip so ein Bahnschlüsselsystem, wie dieses Hochsicherheitssystem. Dann gibt es hier das von der Firma Zadi und Firma Post. Das sind einfach unterschiedliche Lieferanten sozusagen, die diese Cores liefern. Die gibt es halt in verschiedenen Ausführungen, sind untereinander steckkompatibel. Und erkennt man auch von außen, die haben meistens so einen roten Strich in diesem Wetterschutz. Und dieses System hat keinen Masterkey. Ist natürlich ein Blättchenschloss, was natürlich immer noch relativ einfach manipulierbar ist. Gibt es auch als Bahnenschlüssel. Ich sag mal, das Obersystem, das ist so ziemlich das Sophisticateste, was man sich momentan für einen Wohnwagen eigentlich gibt. Das Problem ist, wenn man halt das System von der Firma Favo hat, diese Cores passen dort nicht hinein. Man müsste alle Schlösser tauschen. In der Regel gibt es aber diese Schlösser auch eins zu eins so. Man, auch bei diesen Klappen muss man einfach nur das Innenleben tauschen, dann kann man das auch wechseln. Auch hier nochmal die technischen Parameter. So sehen diese Change Keys aus. Auch hier für einen Schlüssel. Ich habe, glaube ich, der unterste war der teuerste. Ich habe da, glaube ich, 45 Euro für bezahlt, weil ich sie einmal das Original haben wollte. Aber es ist schon ziemlich teuer, was man dafür verlangt. Und im Prinzip ist nur das Gleiche. Die werden immer so schön zusammen noch dran geliefert. Und dann gibt es diesen Change Key. Der geht manchmal ein bisschen schwer raus. Da muss man mal ein bisschen wackeln. Und auch hier mal zum Rumgeben, wie sowas aussieht. Vielleicht nicht so lange gucken, ihr seid erst hier. Also, wer den später haben will, ich bin in der Nähe bei der Chaosvermittlung, also die sind da. Ich habe auch noch mehr, wer da gucken will, kann gerne später im Laufe des Easter Eggs nochmal kommen. Der nächste, den wir haben, ist die Firma, na, jetzt, die Firma Westolle. Die haben im Prinzip so ein ähnliches System gemacht. Die haben halt auch, das nennt sich Westolle Snake Lock. Die haben halt auch mal eine updated Version herausgebracht. Relativ ähnlich, aber hier fällt schon mal auf. Sechs Zuhaltungen einer Seite, das heißt, ich muss nur auf einer Seite picken. Hier hinten sieht man wieder diese Haltezuhaltung zum Wechseln. Auch dort kann man den Zylinder nur wechseln, wenn das Schloss in der Offenposition ist, sozusagen. Aber auch hier hat man wieder diesen Fehler gemacht und hat auch wieder eine Zuhaltung gleich gemacht. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Vereinfachung im Prinzip. Es hat auch vier verschiedene Ebenen. Und hier sieht man wieder diesen Hauptschlüssel, das ist auch der VW-Schlüssel, da muss man noch ein bisschen mit Lötzinn dran, weil der noch ein bisschen breiter ist. Und im Prinzip da auf dieser Außenkante ist die Generalschlüsselebene nur die vorderste Zuhaltung, die ist bei jedem Schlüssel auch gleich. Und das hier ist einfach ein Rohling, der ein bisschen angefräst ist, den kann man dafür im Prinzip nehmen, um so ein Schloss zu tauschen. Bei denen wird sozusagen der Generalschlüssel in der Mitte abgetastet. Man sieht hier unten diesen kleinen Nupsi, der rauskommt. Das ist sozusagen der Punkt, wo der Hauptschlüssel aufgreift. Und hier sieht man wieder diese seitlichen Nocken, die auch auf beiden Seiten sind, um dieses Schloss quasi mit dem Einzelschlüssel zu betätigen. Im Prinzip sechs Zuhaltungen, ist auch nicht so super kompliziert. Aber auch hier ist ganz neu, was jetzt gekommen ist. Im Prinzip gibt es einen Einzelschlüssel. Dann der gemachte Generalschlüssel schließt genauso wie der andere. Kann man einfach betätigen. Und dann gibt es hier auch so einen Change-Schlüssel sozusagen dran. Das ist so ein Gaskastenschloss. Ist in Deutschland etwas unüblich, das System wird hauptsächlich bei englischen Firmen eingesetzt, aber kommt durchaus vor. Auch dort ist im Prinzip genau das Gleiche. So, dann kommen wir noch zum Thema Nachrüstlösungen. Ja, die Campingindustrie sagt ja, viele Leute oder bei älteren Wohnwagen, na, wir haben halt irgendwelche Nachrüstlösungen. Ja, dann gibt es halt hier so Teile, die man vor die Tür setzen kann. Das Schloss, sage ich immer so, heißt bei uns unterhalb der Schamgrenze. Also das ist wirklich sowas von einfach. Es lässt sich super einfach öffnen. Oder dann gibt es hier diese Turbola-Schlösser. Im Prinzip, das kann man auch als Umbaukit bestellen. Ach, ich habe doch so ein unsicheres Schloss. Ich kaufe mir einfach so ein Schloss. Das kann ich mit einfachem Hebel in den Sprengring und tausche das aus. Für diese Schlösser gibt es ein Dekodierwerkzeug. Gibt es in YouTube massenweise Videos, du musst einmal nach Turbolapick suchen, da stecke ich rein, da wackele ich ein paar Mal hin und her, und dann ist das Schloss offen. Also diese Schlösser, auch mit diesem Hohlschlüssel, haben im Prinzip überhaupt keine Sicherheit. Die sind für einen Laien mit diesem Tool, was man für 30 Dollar beim Chinesen kaufen kann, auch innerhalb von Sekunden geöffnet. Eine weitere nette Firma, die was herstellt, ist die Firma Heo Solution oder Heo Safe. Die haben sich darauf spezialisiert, zum Beispiel in
Nachrüstlösung. Zum Beispiel für Wohnmobile bauen sie zum Beispiel Schlösser, die man auf der Innenseite auch der Fahrzeugtüren bauen kann, also von dem Grundchassis. Haben echt schöne Schlösser entwickelt, die man innen drin reinschrauben kann. Zum Beispiel in den Metallrahmen, dass man seinen Wohnwagen zusätzlich zu den, oder Wohnmobil zusätzlich zu den Fahrzeugschlüsseln auch von innen verschließen kann. Also auch gerade für Leute, denkst du, ist nicht nachts irgendwie der Wohnmobil aufgebrochen, kann man diese Schlösser einbauen. Das hier ist ein Zusatzschloss, was man auch von außen extra hier mit so Nasen, dass man das durch diese Papptür durchschrauben kann. Das kann man einfach so kaufen. Schraube ich hin, denkt man sich ja auch erstmal, ist ja ganz nett. Ist im Prinzip so ähnlich wie das HSC, hat allerdings 9 Scheiben. Das heißt, wir haben noch eine größere Variation. Ist ein bisschen länger, das sind mir die Schlüssel für. Gibt natürlich auch wieder ein Master Key. Ich denke mal, der Hersteller weiß es nicht mal, sondern er hat auch von der Firma Eurolox einfach diese, naja, Spinnschlösser bestellt. Und es gibt einen Master Key dafür. Ja, haben wir auch mal angefangen. Naja, okay, gibt einen Master Key, nämlich auch mal wieder den VW-Rohling. Ist eine relativ viel Arbeit, muss man relativ abschleifen, aber man könnte theoretisch auch einfach ein Blech nehmen. Ja, dann suchen wir mal ein bisschen im Internet rum. Ah, die Firma Office Key in Kanada hat diesen Schlüssel. Kann man einfach bestellen. Mittlerweile da. Die einzige Handicap war, ja, sie liefern in Europa nur an England und UK. Ich habe den Munich Germany eingegeben und dann hat der Postbote irgendwann mal unterwegs in Niederlande durchgeschrissen und es kam tatsächlich an. Und das ist wirklich die einfachste Lösung. Ich muss nichts machen. Der Schlüssel schließt wie der Originalschlüssel. Völlig einfach. Und auch hier wieder sieht man so schön, ich habe hier wieder, dass der Schlüssel ist breiter. Hier an dem Auge sieht man es auch schön, wie das Original aussieht. Ich habe hier diese, wo der Schlüssel breiter ist. Das sind die Ebenen, wo der auf dem Hauptschlüssel schließt. Aber es wären auch nicht alle 9 Scheiben sozusagen mit 2 Schließsystemen versehen, sondern auch hier wird die Permutation nach unten gebracht. Eigentlich, im Grundprinzip ist es eigentlich ein wunderschönes Schloss, ist mit 9 Zuhaltungen, die man gegenseitig bücken muss, eigentlich gar nicht mehr so einfach, wo ich sagen würde, ja, ist für einen Wohnwagen durchaus okay, sowas zu benutzen und es wird halt einfach so einfach ausgehebelt. Auch eine Firma, die sich echt Gedanken gemacht hat, wo sie sagen kann, naja, ich habe jetzt mal eine Zusatzsache gemacht, dass ich auch die Sachen absperren kann. Naja, wenn sich das halt rumspricht, da gibt es einen Schlüssel für, ist das halt auch relativ witzlos. Also hier auch mal zum Rumspielen, Original, Schlüssel und der Master Key kann man halt kaufen. Ne, also jetzt komme ich mal so ein bisschen zur Übersicht. Ne? Also gerade dieses FAVO-System ist so wirklich in, sag mal, 3/4 oder 60, 70% der Wohnwagen drin. Das heißt, diese Fahrzeuge kann ich einfach öffnen. Mittlerweile hat sich das auch herumgesprochen, dass Wohnwagen teilweise vom Händler vom Hof geklaut werden. Weil diese Fahrzeuge durchaus relativ teuer sind. Also ein moderner Wohnwagen liegt durchaus zwischen 20.000 und 30.000 Euro, fangen die an, wenn man sich das nicht gerade das Allerbilligste kauft. Naja, also ich meine, es ist halt dann ganz schön dumm, wenn man da die Schlüssel gleich hat. Ne? Es kann von jedem Schloss hergestellt werden. Wenn ich einen Türzylinder habe, den ich auch mit so einem Entnahmeschlüssel einfach aus meinem Wohnwagen entnehmen kann, habe ich alle Informationen, um diesen Hauptschlüssel zu fertigen. Ne? Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie super kompliziert wäre, sondern ich habe alle Informationen. Teilweise können diese Schlösser auch, also diese Schlüssel einfach bestellen werden kann. Es gibt teilweise Hersteller, die wissen das nicht, wie ich denke mal, dass diese Firma Heos das gar nicht weiß, dass es dafür einen Hauptschlüssel gibt, weil sie bieten ja auch an, dass man die gleich schließen und alles bestellen kann. Aber das haben die wahrscheinlich einfach sich bei dieser Firma Eurolox so bestellt und haben gar nicht gewusst, dass es dafür einen Hauptschlüssel gibt. Weil ich glaube, jemand, der Zusatzschlösser verkauft, wo man die Sicherheit von Fahrzeugen erhöhen möchte und der wüsste, dass es dafür einen Hauptschlüssel gibt, den man einfach im Internet bestellen kann, ich glaube nicht, ob das der Sinn dieser Firma ist. Gefordert, wie vorher schon gesagt, von großen Händlern, die oder von den Firmen, die ausliefern, die sagen, ja, ich möchte jetzt einfach bequem haben, ich habe einen Schlüssel, ich kann halt die Wohnwagen aufmachen, kann die Papiere reinlegen, kann das auf dem Hänger verladen, kann es beim Wohnwagenhersteller raus tun, kann ihm wieder die Sachen reinlegen. Aber ich sag mal, das könnte man wirklich mit einer Standardschließung, der Hersteller liefert halt Nummer 100 aus und der Wohnwagenhersteller tauscht dann aus, das Schloss für die Tür liegt dann halt im Wohnwagen drin, was dann die Einzelschließung ist, wäre kein Problem. Und wie gesagt, die Händler wie Firma Berger, die teilweise von Nachrüstschlössern immer dieselbe Schließung verkaufen oder dann die Schließung 491 bis 500 verkaufen. Naja, es gibt dann 10 verschiedene Schließungen für Nachrüstschlösser, wenn jemand einen Schlüssel verloren hat. Das kann es ja nun wirklich nicht sein. Ja? Davon mal abgesehen. Das hier ist auch mal so ein typisches Beispiel. Das kann man kaufen. Das sind Hauptschlüssel für so ziemlich jeden Büroschrank, für die Büroschließsysteme, für Spinde etc. Das sind, glaube ich, um die 40 Schlüssel. Das Ganze kostet 169 Pfund. Auch nur an Händler zu verkaufen. Ich habe es einfach bestellt, kam problemlos an. Also, so ist so ziemlich jeder Schreibtisch etc. in der Firma, die Büroschränke, die man hat, haben diese Hauptschlüsselsysteme.
Die haben teilweise auch dieses Wechselkurssystem, wo man die austauschen kann, was ja alles schön sinnvoll hat. Die haben auch die Funktion, dass das nur eine Offenstellung gibt. Wenn jetzt wirklich ein Mitarbeiter einen Schreibtischschlüssel verliert, dann nehme ich eine Bohrmaschine, bohre dieses Schloss raus, das ist Zinkdruckguss, Müllmetall, wie man in Lockpicking-Kreisen sagt, und mache einfach einen neuen Core rein. Wie gesagt, es ist wirklich kein Grund, solche Sachen zu machen. Ich meine, teilweise liegen vertrauliche Unterlagen drin. Man ist im Betriebsrat zum Beispiel, muss die Sachen wegsperren. Naja, und wenn dann der Arbeitgeber halt einen Hauptschlüssel hat und an diese Unterlagen drankommen, das ist nicht wirklich schön. Und man kann es halt auch nicht nachweisen. Ein weiteres Problem ist auch so, generell gibt es halt viele Schlösser wie diese 333 oder diverse Schlösser. Also der von den Sicherungskästen von diesem Haus hier, der hängt ja auch dran. Ja, das sind so gesammelte Werke der letzten 20 Jahre. Naja, das sammelt sich halt, wenn man mal als Elektriker arbeitet und in der IT arbeitet, sammelt sich halt diese Standardschlüssel an. Ich meine, das ist auch schon allgemein sehr bekannt, dass es das gibt. Also was kann man eigentlich machen? Ich gebe jetzt nochmal so ein paar Tipps mit. Erstmal Zusatzschlösser montieren. Ich sage auch gleich, was ihr nicht einbauen sollt. Man kann diese Master-Key-Fernung, wenn man ein bisschen technisch begabt ist, man kann nämlich diese Zuhaltungen aus diesen Kernen, wenn man die genommen hat, herausdrücken mit dem Schraubenzieher vor. Die sind nur eingerastet. Da ist eine kleine Feder drin. Und man kann einfach diese Stelle von dieser Zuhaltung einfach wegfallen. Mit einer kleinen quadratischen Schlüsselfalle geht das wirklich, dann passt der Generalschlüssel einfach nicht mehr und ich habe das Problem auch weg. Generell sollte man mal sagen, lieber Hersteller, du hast mir das für 30.000 Euro einen Wohnwagen verkauft, ich finde es nicht wirklich schön, dass du mir da einen Generalschlüsselebene eingebaut hast. Kann man auch mal machen. Und generell sollten Händler einfach nicht sagen, ich will so einen Blödsinn haben, sondern kauft euch einfach eine Kiste mit 50 gleichschließenden Gehäusen und tauscht die in der Haupttür aus und dann habe ich das Problem nicht mehr. Hier haben wir es halt auch nochmal. Im Prinzip hier unten sieht man diese Kerben hier. Das ist diese Generalschlüsselebene, diese kleine Nase hier. Wenn ich die jetzt einfach mit einer Feile, das sind etwa 2,5 mm, da komme ich schon mit einer kleinen quadraten Schlüsselfeile rein, oder hier bei dem anderen sozusagen, hier mit dieser Nase herein, dann kann ich das einfach wegfeilen, da passt der Hauptschlüssel nicht mehr. Also ich empfehle, ich bitte diese Hersteller jetzt nicht, das ist einfach nur ein Beispiel, das habe ich auch aus eBay rausgekauft, so ein ganz normales Kastenschloss, was man eigentlich für die Wohnungstür hat. Das passt auch wunderbar an einen Wohnwagen, eine Stauklappe heran. Die Dinge gibt es ab 25 Euro sozusagen. Ist meistens ein normaler Türzylinder drin, der schon mal um Welten besser ist, als das, was man sozusagen für einen Wohnwagen bekommt. Und wenn ich da was Vernünftiges einbaue, da ist der Weg nach oben offen. Diese Spezialzylinder für diese Schlösser gibt es von jedem Schlosshersteller, der vernünftige Schlösser herstellt. Und von außen gibt es dann diese Platten sozusagen. Das ist dann so ähnlich wie das eine Teil, was rumgeht, wo man quasi diese Platte auf der einen Seite hat, das Schloss von innen mit dieser Platte verschraubt. Das hält auch an diesen Holz-Kunststofftüren im Wohnmobil relativ gut. Das kann man sich auch gleichschließend irgendwo bestellen oder sowas. Und damit ist eigentlich eine viel, viel bessere Sicherheit gegeben, als dass ich was mit so einem Plättchenzylinder da drin habe. Es gibt Hersteller, ich habe das bei manchen Wohnmobilen schon gesehen, dann haben sie wenigstens in der Haupttür, haben sie so ein Schloss zusätzlich eingebaut, um einfach die Sicherheit zu erhöhen. Da habe ich dann einfach einen normalen Hausschlüssel. Wenn ich das möchte, kann ich mir das auch gleichschließend mit meinem Haus zu Hause bauen. Das sind alle Möglichkeiten offen und erhöhe einfach die Sicherheit doch sehr, sehr, sehr massiv nach oben, weil ich muss es nicht den Leuten zu einfach machen, dass man das Schloss so leicht manipulieren kann und mit einem Hauptschlüssel öffnet. So, damit bin ich durch und bin gerne für Fragen zu haben, falls jemand eine Frage hat. Wir haben Zeit, das mal durchgeben. Wo ist denn eigentlich... Hallo? Ja, geht. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Campingwagenschloss und meinem Haustürschluss zu Hause? Da müsste das doch eigentlich genau gleich sein, oder? Der Unterschied ist schon dadurch, also man kann das Campingwagenschloss mit einem Briefkastenschloss vergleichen. Mhm. Also bei einem normalen klassischen Zylinderschloss habe ich ja ein gefedertes Stiftpaar sozusagen und ich habe eine viel höhere Präzision. Diese ganzen Kerne sind ja zum Beispiel nur aus ganzem Zinkdruckguss gemacht. Das ist ein ganz billiges Material, was eine ganz geringe Festigkeit hat. Und so ein normaler Haustürzylinder hat allein schon, wenn man ein Standardschloss für 20 Euro nimmt, hat einfach eine wesentlich höhere Präzision, eine wesentlich höhere Picksicherheit. Diese Sachen, also ein Autohersteller zahlt für einen Zylinder, das ist etwa gleiche Qualität, was die haben. Sie sind ein bisschen komplizierter geworden, aber auch einfach manipulierbar mit entsprechenden Tools. 1 Euro. Das ist das, was der Zulieferer für so einen Teil verlangen kann. Und so liegen wir hier im ähnlichen Preisrahmen. Also diese Kunststoffschlösser, die da teilweise eingebaut werden, da hat man auch auf dem Caravan-Salon hat man gesagt, ganz tolle Schlösser vorgestellt und alles gleichschließend. Es ist sehr windig, es darf halt nichts kosten. Es ist wirklich Fahrzeugindustrie, und es ist ein immenser Druck drauf, das darf nichts kosten. Eine Frage hätte ich noch, und zwar habe ich meine Schlösser zu Hause austauschen lassen, dass ich halt überall die gleichen Schlüssel habe. Nur bei der Haustür steht der Zylinder ein Stück
vor. Und da habe ich mal gehört, dass das irgendwie das Ganze unsicherer macht, weil du da mit der Zange irgendwas machst. Also generell sollte ein Profilzylinder, sollte einen sogenannten Ziehschutzbeschlag haben, der Zylinder kapselt, wo vorne so eine drehbare Scheibe drin ist. Das sollte man generell bei Außentüren vorsehen, der verhindert halt, dass man den, man kann den auch, selbst wenn der bündig ist, mit einer Schraube reinschrauben und so einem Ziehwerkzeug rausziehen den Zylinder. Der bricht dann da, wo die Schraube ist, ab. Generell Außentüren immer mit einem Ziehschutzbeschlag versehen und der verkapselt den Zylinder komplett. Die gibt es auch in verschiedenen Stärken, sind meistens auch ein bisschen einstellbar. Und da nicht gerade das allerbeliebteste Baumarktmodell nehmen, dann ist das eigentlich schon, dass man erkauft sich Zeit. An einem Haus geht es darum, Zeit zu erkaufen. Und wenn ich da einfach sage, übrigens die Kriminalpolizei berät dort auch kostenlos. Also die haben da eigentlich sehr gut Ahnung, was so die gängigsten Einbruchsmethoden sind. Weil es gibt nämlich auch Fenster, Hintertüren etc., die man nicht außer Acht lassen sollte. Okay. Also das machen sie wirklich gut, muss man sagen. Weitere Fragen? Da ganz hinten? Also wir haben noch gute 10 Minuten. Ja, hi. Kann man dann die Briefkastenschlösser und die Serverschlösser auch einfach rausdrücken? Die Briefkastenschlösser in der Regel haben hinten so Metallclip. Die sind nicht dafür gedacht, dass man die so rausziehen kann. Aber generell, das ist meistens so ein einfacher Hebelzylinder, da reicht eigentlich ein Schraubenzieher, wo ich so einen Sechskant hinten an habe, wo ich den drehen kann. Also auch, sag mal, hier war es die zerstörungsfreie Öffnung, die spurenlose Öffnung, aber meistens sind die Zylinder so billig, wenn ich da mit einem fetten Schraubenzieher reingehe. Also teilweise wurde das auch bei Autoschlüsseln gemacht, dann hat man das als Polenschlüssel bezeichnet. Da gab es teilweise auch Bits dafür, die Schlüsselform hatten, wo man hinten einfach eine Ratsche draufgesetzt hat und das mit der Hand einfach Force Entry. Gibt es auch in Amerika, heißt Quickset Smart Key, ist so windig gebaut, da ist das auch eine gängige Einbruchsmethode. Man steckt einen Schraubenzieher rein, das ist auch so ein, wo man den Schließcode einfach wechseln kann. Wenn man da mal googelt nach Quickset Smart Key, das ist so etwa die gleiche Qualität, das geht mit dem Schraubenzieher auf. Weitere Fragen? So, scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke für die Aufmerksamkeit und wenn weitere Fragen später noch kommen, ich bin die nächsten 3 Tage hier.